Ja, hallo, hey, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Kortex steckt zurück. In der letzten Folge haben wir die Komodo Bros erledigt und diese Level hier erledigt. Mir fehlt natürlich wieder ein Edelstein. Gott verflucht! So, jetzt sind wir bei Sooner or Later. Ah, Sooner or Later. Oder was? Also, wenn das nicht der Fall ist, dann verstehe ich es. Dann verstehe ich es nicht. Aber egal. Schon bei der Hälfte des Spiels hier erledigt. Ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession. Also, weil ich vor anderthalb Stunden oder so habe ich aufgenommen. Sieht man hier irgendwo die Zeit? Nö. Das ist so, weiß nicht, vor. Oh, meine Nase. Vor anderthalb Stunden habe ich angefangen, hier das Spiel aufzunehmen. Ah, die Typen schon wieder. Ah, oh, verdammt! Warum? Ah, okay. You wanna play dirty? Oh man! Was sagt denn? Ah! Wieder Ding geht runter! Ah! 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 Oh, ich krieg die Krise. Oh man, das wird nicht gut ausgehen. Jetzt gleich mit der Nitro-Kiste wird nicht gut ausgehen, hab ich so ein Gefühl. Sehr gut. Ja. Oh. Nein! Oh. 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 Ich mag Elektrizität nicht, wenn ich davon geschockt werde, Mann. Hilfe. Ja, ich glaube nicht, dass ich das Spiel in einer Aufnahmesession hier schaffe. Das, wenn ich jetzt nur ein oder zwei hier aufnehme, obwohl doch vielleicht nur zwei. Ich bin nach rechts gesprungen. Akku, hilf mir, Mann. Die ärgern mich hier voll. Nein, jetzt verreckt schon bei denen. Kann man an den verrecken? Die sind rund, da kann man nicht sterben. Schieß ich den Apfel ab. Schieß ich, verdammt. Mann. So, vorsichtig jetzt. So, Checkpoint bitte. Ja, das ist ein Checkpoint, Gott sei Dank. Boah, einfach knapp. Das war stylisch. Das war doof. Boah, das gesamte Paket, ey. Das verdiene ich doch gar nicht. Ja, schon wieder so ein Ding gewesen und ich weiß nicht, wie man die aktiviert. Was soll das eigentlich? Wupp. Wupp. Ah. See you later. Sooner or later. Ich verstehe es nicht. Und ich dachte, da werde ich runterfallen, aber. Meine Güte, die hüpfen voll. Okay. Ja, kann passieren, ne? Sollten wir vielleicht Akku mitnehmen, aber nein. Weil, ja. Oh Gott. Stop doing such stuff. Boy. So gesund ist irgendwie auf Nitro auf Kisten drauf zu springen, die auf Nitro drauf sind, ey. Da entsteht da auch eine Erschütterung, Physik und also was. Aber egal. Ah, okay, boah, hab ich gerade die Nase gekratzt, habe ich noch runtergefallen. Perfekt. Und jetzt fahre ich. Das ist ein Checkpoint. Geil. Weil einer sagen, ich das schaffen soll. Ah, okay. Hahaha.
bin klüger als du, Spiel. Excellent. Ausgezeichnet. Hohoho. Da ist schon wieder so ein Teil. Wieso in zwei in einem Level? Diese Fragen. Ich habe keine Antwort. So, jetzt gehe ich erstmal links. Okay, gehen wir mal nach rechts. Wahrscheinlich wieder der falsche Weg, ne? Und da ist der Ausgang, ne? Ja, war mir klar, hier noch drei fehlen. Na gut, gehen wir zurück. Jetzt gut, dass ich mich nicht mehr so rutsche, während ich mit der Bewegung hier so den Angriff mache. Ich bin nämlich richtig auf Nerven im ersten Teil. Bin ich ein paar Mal deswegen runtergefallen. Und da sind drei. Okay, perfekt. Bam, meiner. Meins. Au. Ja. Zeugs passiert halt. Ha. I'm stronger, bigger and better than you. Ha. This is mine now. Beach. So kann man die nicht wegkauen, ey. Diese Tussi-Symbole aus dem ersten Teil, die konnte man wegkauen. Und die Cortex-Symbole und die Embryo-Symbole und die Leben und die Wumpa-Früchte und einfach alles. Mich ein bisschen gestört. Da ist aber noch einer, der fehlt. Nein! Äußerlich freue ich mich, aber innerlich schreie ich. Oh, Plot. Crash, Gott sei Dank. Ich habe mich im Cortex-Computer eingeloggt und detaillierte Pläne für einen noch besseren Cortex-Vortex und eine seltsame Raumstation gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber Cortex versucht... Okay. Ach, der tut doch nichts Böses planen. Bear Down, okay, wieder. Der Bärenlevel mit Pola. Ich meine, er hat doch nur versucht, uns zu töten. Hat unsere Tussi geklaut. Hat irgendwie an uns herum experimentiert. Ich meine, was kann der jetzt schon Böses alles vorhaben? Ich meine, komm schon, Coco. Wieso sollte ich eigentlich auf Coco hören? Ich kenne Cortex wahrscheinlich länger als sie. Wie, du bist meine Schwester. Ich will jetzt nicht herzlos klingen, aber das ist irgendwie ein bisschen realistisch, so. Wie ich mir dazu einrede. So. Den kann man nehmen. Den nicht. Ich möchte schon alle Kisten haben. Hol mich hier raus, Pola. Dann, ich glaube, ich habe den nicht erreicht. Los, hol mich raus und töte über einen Pola. So, jetzt habe ich. Ja. Oh Gott. Ja, hab ich mir gedacht. Nee, kann man gar nicht rennen. Stimmt, da kann man erst im dritten Teil. Nein. Oh, jetzt wieder das Ding hier. Was sind das überhaupt für Typen? Ich verstehe die irgendwie nicht. Der Wissenschaftler von Cortex oder so. Einfach so lange Typen. Nein. Oh, dieser Schmerz. Ist so kalt hier unten.
Ja, das hier habe ich schon. Da habe ich drauf. Da ist kein Problemchen. Nur dieser, das war knapp. So, das haben wir. Jetzt nicht sterben. Jetzt ein Kontrollpunkt holen, bitte. Ha! Sehr gut. Wird der mal schneller? Oder bin ich mehr rein? Oh, ein Kristall, geil. Ha! Mach ihn doch mal hoch! Die einfach nicht nach oben gegangen sind, ey. Ihr Pisser. Ist euch das Ding so schwer oder was? Seid ihr auch so für Klappergerüste hier? Wupp. 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 Wow. So. Ist da auch noch was? Ich will mal gucken. Kann ich ja so zurück? Sah irgendwie so aus. Oh Gott. Ich glaube nicht. Nein. Ich habe den Edelstein, aber lass mich mal kurz vergucken da bitte. Ich habe so das Gefühl, da kann man irgendwie hin. Mal schauen. Ist das bestimmt Fahrt Geheimnis oder so. Nein. Bestimmt irgendwie voll geheim irgendwo. Ja, sieht doch irgendwie so aus, ne? Okay, noch ein Edelstein. Nö, schade. So. Ah! Wo bringt mich das jetzt hin? Was da? Bin ich näher. Okay. Cool. Na, mein hier. Ich kann da sterben? Was? Was ist das denn? Level 26. Ach, okay. Hier sieht man irgendwie, wie man da hinkommt. Wo komme ich jetzt rein, wenn ich da hingehe? Ja, Crash Level 7, was? Was ist das denn, ey? Leben! Nein! Ich geh einfach mal hier durch. Erstes Bonus-Level oder was weiß ich. So, Schadlevel gab es auch im dritten Teil, das weiß ich. Noch! Hilfe. Oh Gott. So, die Frage ist, was hat mir das gemacht? Was zum Teufel? Bin ich hier? Was? Ey, wo bin ich her? Hab ich wahrscheinlich nur die Level hier schaffen oder was? So viel dazu. Nein. Ach, lass mich raten. Ich habe, glaube ich, so eine Idee, was ich hier machen muss. Ich muss hier die 50 Dinger sammeln. Dann muss ich da zurücklaufen und da alle Kisten sammeln. Aua! Verdammter Wirbelsturm, ey. Strudel, meine ich. Wisst schon. Ich sollte mal versuchen, die Leben hier zu holen, aber irgendwas sagt mir, nee. Nur wenn ich hier irgendwie einen Checkpoint oder so bekomme, dann wird das ein bisschen einfacher. Boah. Was soll man hier schaffen?
Dann fängt sozusagen die Level hier an, oder was? Ich muss jetzt hier zurück, ne? Hier ist irgendwie Level. Muss ich irgendwie einen Checkpoint finden, glaube ich. Ach, hier ist der Anfang. Okay. Sag mir doch. Bin ich am Anfang? Keine Ahnung, was ich hier mache. Lass bitte nicht frecken. Bitte nicht daneben springen. Das war schon wieder so verdammt knapp, ey. Oh, ich hoffe, ich muss jetzt nur die Level schaffen. Leck mich am. Danke. Kommt ja Zeitlimit, ne? Oder auch nicht. Also 50 haben mir doch so ungefähr gefehlt, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das hier irgendwie richtig. Ja, ist noch das. Pass auf, da unten ist ein Mine oder was ich. Was weiß ich, was das sein soll. Zack. Oh, das war unnötig knapp. Ist das irgendwie die, wo man 124 Dinger haben sollte oder so? Ich hoffe, hey, ich hoffe, ich habe irgendwie alles hier lang geschafft in dem Level. Was auch immer es bedeutet dann. Oh Gott. Es ist schon wieder passiert. Ich bin schon wieder gegen die Decke geknallt. Wir haben letzten verdammten Mal. Warum? Ich bin mir ziemlich sicher, die Luft hat keine Decke. Ich war zwar noch nie dort, aber trotzdem. Da mach eine. Uga, 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 uga. Weil, warum nicht? So, leben, leben. Zack, so. Ich gehe mit mehr Leben raus, als ich hatte am Anfang. Kann das sein? Wie geht denn das? Mich auch. Oh, Aquaco. Ach, das Ding muss ich auch noch machen, ne? Ja, super. Was ist denn das für eine extreme Level hier? Das muss ich auch noch das und. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich muss ja einfach normal durch, ne? Oh weh, das ist nicht richtig. Sonst muss ich den ganzen Rotz nochmal machen, glaube ich. Verstehe es nicht. Eva. Ja, ich glaube, da ist sie mit 124 Dingern. Ich habe nicht 124. Aber ich habe das Ding bekommen. Okay, das ist mir ja sowas von Schnuppe jetzt. Immer einfach hier raus. Keine Ahnung. Nicht mal nachgucken oder was weiß ich. Ja, wir haben das eine Ding, das reicht doch schon. Das ist einfach nur für die Anzahl der Edelsteine. Boah, bin ich gut, ne? Secret Level gelöst und so, ne? Crash! So. Dann Daumen oben, Daumen nach oben. Daumen nach unten. Was? Und weiter nach oben.
Also da ist der aktuell, stimmt. Nein, ich muss die Level noch mal machen. Stimmt. Na gut, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Kotick steckt zurück. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.